sitzt gut für einen Anzug von der Stange. Jetzt verlässt er einfach das Gebäude. Dabei wollte ich was zeigen. Mist. Die Tür ist zugefallen und ich habe meine Sachen drin liegen lassen. Ich hoffe, dass ich eine weitere Möglichkeit finde, diese Tür zu öffnen, bevor andere meine Tarnung auffliegen lassen. Nicht nur andere Stimme, furchtbare Stimme. Tada! Wir besitzen nichts. Außer schicken grünen Klamotten. Aber jetzt dürften wir uns frei bewegen können. Wem ist die Hundemarken brauche ich, glaube ich. Private Jukes meldet, dass am Tor alles in Ordnung ist, Sir! Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen, Soldat? Nein, Sir! Der Wachdienst verlief ganz ruhig! Haben irgendwelche Fahrzeuge das Gelände verlassen? Ja, Sir! Drei Lastwagen! Das dachte ich mir. Ist etwas nicht in Ordnung, Sir? Nein, nein. Alles bestens. Danke für die Meldung. Bitte, Sir. Das erinnert mich ungemein an die Olympischen Spiele in Peking. Ich frage mich, ob die Soldaten heute noch dastehen und vor der Flagge salutieren. Wofür habe ich einen Helm eingepackt? Da kam ich her. Da gehe ich hin. Vielleicht speichere ich vorher. So häufig sterben wir im Hafen, kann man zwar nicht, glaube ich. Hier bin ich richtig. Der kann mir mal eben Auskunft geben. Haben Sie einen Passierschein? Was suchen Sie hier? Kommen Sie bitte zu mir. Was? Haben Sie einen Passierschein? Was suchen Sie hier? Kommen Sie bitte zu mir. Der Hauptcharakter hat mindestens drei verschiedene Sprecher und einer davon deckt sich mit irgendeinem anderen. Jetzt sieht man eindeutig, dass er auch keine Knie hat. Ein Schöpflöffel. Aber die Uniform hat genauso viele sinnlose Innentaschen wie sein Mantel. Hey Koch, hast du einen Schöpflöffel verloren? Wünschen Sie einen Nachschlag, Major? Ich brauche ein bombastisches Rezept für meine Frau. Bombastisches Rezept? Wie wäre es mit einem Handgranatensalat? Das wäre in der Tat ein bombastisches Rezept. Ging es Ihnen nicht darum, Major? In gewissem Sinne schon. Was empfiehlst du mir? Kommen Sie bitte am Abend. Bis dahin fällt mir wirklich etwas Besonderes ein. Koch, vermisst du den Schöpflöffel? Ich glaube, der gehört Ihnen. Danke. Dank dieses Kochlöffels wird für mich ein Traum wahr. Lassen Sie es gut sein. Nein, Moment. Da wäre noch eine kleine Diese Stimme! Ich habe nicht zufällig den Schlüssel zur Umkleide. Ich habe meinen gerade nicht zur Hand. Ging es Ihnen nicht darum, Major? Doch, doch. Vielen Dank. Der Koch hat kaum Text drauf und diese
Ersatzstimme, was auch immer, ist zu furchtbar. Oh. Oh. Ah! Jetzt weiß ich wieder, warum das. Nein, eigentlich, weil ich aufgefordert wurde. Aber jetzt weiß ich wieder, warum. Oh. Eigentlich sich eine Stunde lang so einen drittklassigen Detektivfilm angucken, hat man mehr von. Vor allem jetzt, nachdem ich die Musik ausgestellt habe. Obwohl, allein für das Gespräch mit der Nutte lohnt sich das hier schon. So, hol mal deine Sachen aus deinen Sachen. Endlich kann ich diese Sache zu Ende bringen. Boah. So. Das ist von dem Mist, den wir eingesammelt haben, das Wichtige. Oder hat er jetzt den... Oh nein, doch nicht. Er hat doch den ganzen Mist wieder da rausgeholt. Einschließlich diesen schicken Unterhosen. Hey, wenn ich es nicht bräuchte, würde ich doch keine Kippen mitnehmen. Keine abgerauchten. Herrlich. Du auch nicht Hund, oder? Na, endlich sind Sie hier. Was tut sich in der Kommandantur? Mich interessiert mehr, was es Neues bei der Einheit gibt. Wir bemühen uns, hier Ordnung zu halten. Wirklich? Das zeigt sich nach der Kontrolle. Ich meine, Sie werden keinen Grund haben, sich Sorgen zu machen. Das hoffe ich. Ich mag keine langen und mühsamen Kontrollen. Sie können mir glauben, diese Kontrolle zählt sicher nicht zu den langen und mühsamen. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich habe keine Zeit, mich zu vergnügen. Ach, was ist das nur für eine Welt? Die Menschen haben nie Zeit, sind ständig in Bewegung. Ja, und das wird noch schlimmer. Das haben Sie sehr treffend gesagt. Das ändert aber nichts. Ich möchte Sie um etwas bitten. Was kann ich für Sie tun, Major? Nein, nein, den Bart dafür dran lassen. Haben Sie eine Ahnung, ob der Colonel bereits angekommen ist? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Fragen Sie den Offizier am Tisch, er weiß es bestimmt. So wie der da sitzt und seinen Kaffee trinkt, hat er auch noch niemanden gesehen heute. Na, endlich sind Sie hier. Was tut sich in der Kommandantur? Läuft alles zufriedenstellend. Und bei Ihnen? Alles in bester Ordnung. Also durcheinander wie gewöhnlich. Und wie geht es General Lears? Dem General? Hervorragend. Er lässt Sie grüßen, Colonel. Colonel? Major. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie soll ich das verstehen? Nun, erlauben Sie, dass ich Ihnen als Erster gratuliere. Es ist kaum möglich. Ich kann's nicht glauben. Das Ganze ist noch vertraulich. Haben Sie noch etwas Geduld und lassen Sie sich überraschen. Aber jetzt muss ich den Colonel finden. War nett, Sie kennenzulernen, Major. Auf Wiedersehen. Ich kann's nicht glauben. Den Typ anzulügen hat mir jetzt auch nichts gebracht. Aber ich habe einen Schürhaken.
Ein Jeep, das Wahrzeichen der Armee. Verschlossen. Das will ich auch in den Baracken. Warum steht das Artilleriegeschütz eigentlich auf das Haus gerichtet? Doch, eindeutig. Haben Sie einen Passierschein? Was suchen Sie hier? Kommen Sie bitte zu mir. Gut, speichern wir mal. Ich befürchte, dass wir die Wache niederschlagen müssen. Ich darf es nicht annehmen, Sir. Gut, dann halt nicht mit dem Schürhaken. Kann ich ihn erschießen? Dirty Harry Verschnitt, Sir. Wie? Das kann man sofort erkennen, Sir. Sie haben einen sehr guten Geschmack. Wegen dem Baseballschläger. Ja, ha. Nicht mal eine runterhauen. Was wollen Sie von mir, Sir? Ein Wächter ist unantastbar. Arr, arr, arr. Das muss irgendwas mit dem Major sein. Wieso darf ich nicht ins Verwaltungsgebäude? Geben Sie es Colonel Williams, der wird sich sicher freuen. Nett, Sie zu sehen, Major. Wir sollten das Gespräch verschieben. Ich bin in Eile. Wie Sie wünschen. Warum sind Sie während der Arbeitszeit in der Kantine? Es tut mir leid, aber ich bin teesüchtig. Nett, Sie zu sehen, Major. Im Stab? Alles in Ordnung. Auf jeden Fall steht kein Krieg bevor. Und wie geht es, General Leas? Kämpft mit grauen Haaren. Besser als mit Mexikanern. Ich muss dich beim Tee trinken stören. Na, endlich sind sie hier. Läuft alles in besten... Also durch. Es gibt keinen Grund, sich zu sorgen. Das werden sie gleich selbst feststellen. Kommt der General zu unserer Einheit? Nicht ganz. Sie fahren zu ihm. Ich? Zum General? Behalten Sie es für sich. Sie werden bald befördert. Da ist er sprachlos. Ganz einfach. Die Armee braucht gute Kommandeure. Und Sie sind gut. Ich traue meinen Ohren nicht. Ich soll Colonel werden. Das Ganze ist noch vertraulich. War nett, Sie kennenzulernen. Nett, Sie zu sehen, Major. Alles als... Es kommt... Verzeihen Sie, Major. Ganz einfach. Sie fahren zum Generalstab. Ich? Zum General? Es ist geheim. Aber in Kürze wird sich Ihre Situation positiv verändern.
Machen Sie Scherze, Major? Ich war nie ernster. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Du könntest mir ja ein bisschen helfen. Ehrlich, mein Hund hasst mich dafür, dass ich das hier tue, glaube ich. Muss ihn kolossal stören, dass ich mich mit meinem Computer unterhalte. Wir können nochmal mit der Wache reden, die unsere Gedanken lesen kann. Private Dukes meldet, dass am Tor alles in Ordnung ist, Sir! Besondere Vorkommnisse? Nein, Sir, keine besonderen Vorkommnisse! Das freut mich zu hören. Ich gebe mir Mühe, Sir. Haben in der Nacht irgendwelche Fahrzeuge das Gelände verlassen? Ja, Sir. Laut Befehl von Major Stewart sind 3 Lastwagen ausgefahren. Übrigens, haben Sie heute Major Stewart gesehen? Ja, Sir. Er ist bereits bei der Arbeit. Nun gut. Danke, Soldat. Alles Gute. Danke, Sir. Haben Sie einen Passierschein? Was suchen Sie hier? Kommen Sie bitte zu mir. Diese Burschen werden auch immer jünger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mal zu dem Offizier zurückgehen. Das Spiel hätte ja weniger Laufarbeit, wenn es mehr sinnvolle Zusammenhänge hätte. Muss man ja schon sagen. Ich vermisse ein bisschen Monkey Island und verdammt, ich habe vergessen, Happy Wars heute anzumachen. Ich glaube, die gehören Ihnen. Ich suche Oberst Williams. Könnten Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Er ist in seinem Büro im Verwaltungsgebäude. Ich habe meinen Passierschein verlegt. Könnten Sie mir bitte kurzfristig Ihren leihen? Aber natürlich. Das ist die erste freundliche und hilfsbereite Person seit Charlie. Diese neue Stimme, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo die herkommt. Sie in der Director's Cut ja ein paar Aufgaben mehr eingebaut haben. Die musste man ja auch vertonen. Nicht, dass es aufgefallen wäre, wenn man es nicht getan hätte. Also weniger als mit dem Sprecher, den sie genommen haben. Das auf jeden Fall. Der ist ja so furchtbar. Aber es passt zu dem gestellten Blödsinn, den sie sonst erzählen. Nein, wollen nicht darüber herziehen. Ja, hör auf nichts zu sagen. Rede mit mir. Guten Tag, Sir. Kannst du gut schießen, Soldat? Natürlich, Sir. Vielleicht jagen wir am Samstag gemeinsam. Ich darf die Kaserne nicht verlassen, Sir. Vielleicht kann ich da etwas regeln. Es hängt davon ab, was Sie jagen wollen, Sir.
Wolltest du etwas andeuten? Ausschließlich das, was ich gesagt habe, Sir. Je mehr ein Soldat sagt, desto länger hält er Wache. Ich denk dran. Schönen Tag noch, Sir. Ja. Guten Tag, Sir. Was erzählt er denn bei dem anderen? Kannst du... Natürlich! Ich darf... Was meinst du? Falls Sie kein guter Schütze sind, Sir, empfehle ich, am Anfang Kühe zu jagen. Behalt die guten Ratschläge für dich. Ich werde dem Diensthabenden berichten, wie die Wache mit Vorgesetzten spricht. Aber Sir, ich wollte sie nicht. So können Sie mit mir nicht umspringen. Auf Wiedersehen, Sir. Da führt sich aber einer auf, dafür, dass er die Uniform überhaupt tragen darf. Einen schönen Tag noch, Sir. Ehrlich. Jack, Jack. Ah, da steht eine Flasche. Grüne Flasche zu grüner Flasche. Dann geht's hier rein. Vielleicht doch erstmal speichern. Hey, Funker. Zu Befehl, Sir. Gab's Telefonate zum Colonel? Heute habe ich noch niemanden mit dem Colonel verbunden, Sir. Übrigens, mein Telefon ist nicht ganz in Ordnung. Ihr Telefon, Sir? Ja, die ganze Zeit höre ich Gespräche im Sekretariat. Kannst du was dagegen tun? Sir, ich werde mich gleich darum kümmern. Ah, das ist die Telefonnummer von Tom. Rufen wir den doch mal an. Erstaunlich, wie schnell sich Telefone durchgesetzt haben. Hier ist Richter Peterson. Guten Tag, Richter. Hier Inspektor Rogers. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Inspektor. Hat sich Ihre Telefonnummer geändert? Nein, es hat sich nichts geändert. Ich wollte Robert sprechen. Ich habe mich wohl verwählt. Der Oberinspektor ist nicht da. Er ist vor einer Viertelstunde zu Ihnen gefahren. Wissen Sie, ob er auch beim Bürgermeister vorbeikommen wollte? Ich weiß nichts davon. In Ordnung. Auf Wiedersehen, Inspektor. Auf Wiedersehen, Richter. Grüßen Sie Ihre Frau. Das war nicht das richtige Gespräch. Aber schön, dass ihm nicht aufgefallen ist, dass der Richter die Stimme gewechselt hat. Hallo. Tom? Hallo, Alter. Hier spricht Max. Max, ich freue mich, dass du anrufst. Hast du Sehnsucht nach mir? Nicht nach dir. Du siehst vielleicht blass aus, aber grün ist mir lieber. Ja. Er klingt gar nicht wie der Major. Hör mal, Tom. Wir treffen uns in einer Stunde in der Kaserne. Gut? Natürlich. Gibt es was Neues, das ich wissen sollte? Alles in Ordnung. Es geht um deinen Anteil. Er wartet auf dich. Du solltest schon mal damit anfangen. Ich bin gleich bei dir. Gut, den hätten wir hergelockt.